Das ist ein ganz besonderes Modell. Es ist ein spezielles Modell, das entwickelt wurde, damit Leute, die übernachten müssen, nicht im Auto übernachten müssen oder im LKW übernachten müssen, sondern die können hier in diesem wunderschönen Haus schlafen. Es hat die volle Breite über die ganze Hauslänge. Ja, 4 Meter hat der. Der hat der Wohnraum in der Mitte. Und eigentlich haben wir diese anlässlich einer Transportfirma erstmal gebaut. Weil die wollte nicht mal, dass die Lkw-Fahrer überall in die Lkw schlafen. Die haben ein kleines Dorf von 40 Häusern hingestellt. Und jeder hat da sein individuell eigenes Schlafzimmer, Zentralküche. Und das kommt sehr gut an, muss ich ehrlich sagen. So, da sieht man es hier. Und wenn wir 5 Kunden zusammenkriegen bei der Vital Camp GmbH, dann könntest du schon eine Bestellung auslösen. Dann wird es gebaut. Dann wird es gebaut. Hier steht es ja schon, gebaut habt ihr schon, ja, für einen anderen Kunden. Das kann man nach GEG-Standard bauen. Das bedeutet also mit Genehmigung, dass es auch eine Baugenehmigung bekommt. Je nachdem, wenn natürlich, muss man auf ein paar Sachen achten. Zum Beispiel die Dachneigung, die ist auch vorgeschrieben. Farben sind vorgeschrieben. Naja, manchmal ja. Hauptsächlich ist die Isolierung, Boden, Dach, Wandisolierung. Das sind die meist wichtigsten Sachen, die eigentlich immer vorgeschrieben sind. Und genau wie du schon erwähnst, Dachform könnte schon sein. So, was kommt denn dem Modell am nächsten, was die Valeria hat hier bei dem hier? Wie könnte man das nennen? Ja, ich denke, das wird eigentlich in der Nähe von der Luxemburg sein, auch weil wir die gleiche Sandwich-Paneele hier benutzen und Flachdach. Also das ist die Merkmal auch von das Mehrmodell Luxemburg. Also wir nennen es mal Luxemburg XL. Mit Wohnraum in der Mitte. Genau. Luxemburg Wohnraum Mitte nennen wir es mal. Spannend. Warte, ich bleib mal hier stehen. Also Wohnraum ist in der Mitte, bedeutet, ich habe hier Wohn- und Schlafraum, habe eine komplette Entkopplung. Das ist natürlich genial. Das heißt, du hast große Kinder zum Beispiel schon, ja, die ein bisschen größer sind, die wollen nicht mehr so offen schlafen, jeder will seinen eigenen Raum. Ja, stimmt. Man könnte dann ganz einfach sagen, rechts haben wir Elternschlafzimmer und links haben wir das Kinderschlafzimmer. Und dann ist das wirklich mal getrennt. Warte, ich gehe mal hier auf die Seite, dass wir mal hier in den Raum. Es ist immer noch riesengroß, Rob. Ja, ja. Das ist jetzt ungefähr 10,50 auf 4 Meter oder 3,70 Überbreite. Wäre auch ein ganz tolles Bürohaus. Ja. Also wenn du sagst, du hast vier Büros, die einzeln, ja, abgetrennt sind. Ja, du hast einen zentralen Bereich mit Küche. Toilette, wo ist die? Toilette ist hier in dieser Ecke. Hier haben wir doch richtig wieder das gleiche Badezimmer mit gefliestem Boden. Also 3 Schlafzimmer plus, ja, und Dusche und Bad? Ja, hier und haben wir wieder ein großes Schlafzimmer. Jetzt haben wir eben das noch nicht eingerichtet, weil hier kommen später die eigenen Betten rein. Aber wieder Akzent, wir haben auch hier die Schränke eben abschließbar. Also man könnte die selber abschließen. Und da gibt es eigentlich unheimlich viele Möglichkeiten drin. Ja, ich komme mal rein, ja, hier in eine Garderobe. Sehr praktisch. Das, ja, heißt, also jeder hat seinen eigenen Raum, sein kleines eigenes Reich, ja, was natürlich viel größer ist als jetzt ein LKW als Beispiel. Ja, 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 und das, ja, schreiben die ja mittlerweile sogar vor, die dürfen ja gar nicht mehr hauptberuflich im LKW schlafen. Nee, das stimmt. Ja. Und dieser Transportbetrieb, der möchte sich unterscheiden, dass er auch für die Leute gut ist. Mhm. Und da hat man eigentlich, das ist jetzt mal ein Modell und eigentlich eine Aufteilung, aber auch solche Modelle, man kann eigentlich ganz groß bauen, in dem Sinne, dass man solche Modelle und Tiny House für jeden Begriff bauen kann. Stark. Also hier könnte das Elternschlafzimmer sein. Du hast einen zentralen Bereich in der Mitte, hast hier eine große Wärmepumpe drin. Ja, das ist eigentlich auch ein Luft-Luft-System, aber ohne Außengerät. Ohne Außengerät? Ohne Außengerät. Wie funktioniert das? Der intern, ins Gerät selber. Okay, das heißt, ich habe aber doch Auslass nach außen, habe ich einen, oder? Ja, ja, der Auslass schon. Ja, aber ich brauche kein Außengerät mehr, nee, das ist alles in einem. Ja, stimmt, stimmt. Wie so eine Kompaktanlage wie früher, ja, verstehe. Ja, stimmt. So, dann hast du hier einen Einzelraum. Ja, stimmt, ein Einzelraum hier und auch wieder eigentlich mit dieselben Infrarotpaneele an der Decke. Und jeder hat hier auch wieder seinen Schrank. Und hier rechts nebenan haben wir eine Kopie. Und jeder hat doch noch eine richtige, bestimmte Raumgröße. Jeder hat sein eigenes Reich? Ja, bestimmt. Warte, ich filme gerade bei meinem Reich. In diesem Fall der Zentralraum. Hier kommt noch eine, später noch ein richtiger Tisch und alles kommt ja noch wirklich richtig reingestellt. Wer kam auf die Idee hier mit dem Grundriss? Der Kunde selber? Nee, wir haben mehrere Grundrisse, weil wir fragen immer, wo, mit welchen Gedanken man ein Haus kaufen möchte. Und dann fangen wir an mit dem Grundriss. Mhm. Und dann gucken, ob das richtig auch übereinstimmt, was der Auftraggeber gerne hätte.
So, Sandwich-Paneele gegenüber Ständerbau. Hat das Nachteile, Vorteile? Naja, ja und nein. Sandwich-Paneele ist natürlich von Stahl. Sieht auch mal schön aus. Hauptsächlich wird noch immer das meiste gewünscht, Holzständerwerk. Und auch von außen die Verschiedenheit an Verkleidung. Also ist doch noch immer geliebter. Trotzdem ein großer Raum. Also mein Grundriss wäre es jetzt nicht. Weil, aber als Bürogrundriss finde ich ihn ziemlich cool. Also ja, für ich kann das verstehen. Teilweise muss man sich vorstellen, wenn man diese, weil der ist 3,70 Überbreite, wenn das Badezimmer wäre mal weg, dann macht man die Küche, wäre die Küche mal hier aus dem Raum weg und macht dann hier das Bad. Und wenn man so, wenn man hier aber steht und ja, man hätte da die Aussicht darüber, ja, dann würde man wieder froh sein. Weil dann bietet er wohl wieder die richtige Raumgröße. Es ist, glaube ich, für den Einsatz, wie er gedacht ist, perfekt. Ja, ja. Und ich bin auf die, ich bin da gewesen und wie das auch auf die Art genützt ist und mit den Gedanken, hat er sich das richtig gut ausgedacht. Aber das ist auch das Schöne daran, in das Holzständerwerk, so wie wir hier bei uns im Werk bauen, jeden Auftraggeber kann uns genau angeben, wie man das Haus wünscht und so wird gebaut. Mhm. Und so haben wir öfters die Kunde. Bitte? Ab 5 Stück, dann kann man das komplett selbst bestimmen. Und mit Vitalcamp haben wir das natürlich sehr oft, dass auch die Kunden mitkommen und wenn die in mehrere Mengen bestellen möchten. Aber auch wenn es individual wären, wir haben natürlich zusammen gemeinsam schon die bestimmten Modelle gewählt, um zu gucken, wo die Nachfrage eigentlich durch die Jahre hin groß war. Jetzt gibt es ja viele Wünsche, die da sind. Da wird man dann durchgeführt, welche Holzfarbe nimmt man am besten. Ja. Das ist jetzt ein sehr moderner Ton, der kam, glaube ich, vor 5-6 Jahren ganz groß in Mode mit der Holzoptik. Ja. Ihr habt Markengeräte. Ja, ja, stimmt. Das ist eigentlich wahr. Und eigentlich, da gehen wir natürlich auch mit der Markt mit, dass wir auch Arbeitsplatte, man kann sich eigentlich unheimlich viel bei 30, 40 Arbeitsplatte kann man wählen. Wir nutzen überall Sanussi, weil irgendwie ist das schön auch. Wir haben das richtig gut vereinbart mit Sanussi, weil auch innerhalb Europa, wenn der Kunde bei Sanussi Service anruft, wir melden immer nach welcher, wo diese Kocherplatte am Ende verkleinert. Also auch die Service wird auch in Deutschland richtig bei Sanussi übernommen. Das ist ein Industriehersteller auch für Großküchen. Das ist ein richtig großes Unternehmen, Sanussi. Ja, also ja, für die stimmt. Meisten Deutschen kennen das nicht. Das ist der Electrolux, also einer der größten Hersteller der Welt. Ja. Also für solche Systeme, weil viele. Wenn man gerade hier ist uns wohl wichtig, dass die Service gut geleistet wird und das haben wir gut vereinbart und gut organisiert. Machen wir hier auf bitte drunter. Ja. Mal kurz mal reinschauen. Da ist wahrscheinlich ein Untertischgerät dann, oder? Ja, nee, hier ist eigentlich, ich bin eben gucken, weil das ist von der Kühlschrank, das machen wir eigentlich auch zur Seite, dass man immer Kühlschrank rausholen kann. Okay, und hier links? Das ist in der Hochschrank und in der Hochschrank denke ich, dass der Boiler versteckt sitzt. Ja. Da haben wir den Boiler und Elektrik wieder reingesteckt. Eigentlich hier sieht man jetzt auch, da ist eigentlich einer leer, der sitzt eben fest für Transport. Aber eigentlich kommt man hier mit eigenes Elektrikkabel kommt man an, steckt das in das Haus rein. Wird dann fest angeschlossen. Direkte Festverbindung. Okay, verstehe. Ja. Ihr verpresst alle Leitungen, das ist für die Ewigkeit. Also das ist ja genormt. Ja. Das Einzige, wo man darauf achten muss, ist natürlich bitte frostsicher dann zu machen. Ja. Also die sollte man immer beheizen, eigentlich die Häuser, oder? Ein bisschen. Ja, oder man muss komplett ablassen oder man muss es wirklich auf, dass es nicht nur frieren kann. Mhm. Das ist das meistwichtige. Aber man merkt hier auch wieder, man hört von draußen nichts, es ist richtig gut gedämmt. Sie haben eine Riesenstraße nebenan, also du hörst gar nichts, es ist ganz leise. Nee, das ist jetzt ganz leise, ja. Ja. Und wir sind direkt neben die Hauptstraße hier. Was ich cool finde, komm, wir gehen nochmal raus, ist die Optik von außen, weil die Leute schlafen nicht in diesen Blechbüchsen. Ja, hier hat man natürlich auch die Flügeltüren in diesem Fall. Und dann, wenn man hier eine richtig große Terrasse hatte. Im Sommer. Ja, ja, das ist im Sommer sein. Ist ja ein Riesending, weißt du, die machen dann Fotos auf Instagram, wo sie schlafen und dann machen die vielleicht so ein Foto von so einem günstigen Mobilheim aus Blech und so und dann und hier, das sieht ja aus wie ein richtig tolles Apartmenthaus, oder? Ja, das stimmt und öfters auch wenn wir gucken, da sind auch ganz viele Ferienparks, die mit uns, was unsere Kunden sind und die sagen natürlich auch immer, wir möchten die Leute anziehen, die normalerweise in die Hotellerie waren oder und wenn man echt ein vernünftig tolles Haus, was man jetzt auf die verschiedenen Videos gesehen hat, ja, und das hat man dann im Grünen, also man sitzt direkt im Grünen.
So, Name war nochmal? Dies ist eigentlich, wie wir gerade erwähnt haben, würde der Luxemburg sein. So, wir nennen es mal Luxemburg mit Mittel. Mit Wohnraum in der Mitte. Danke dir. Tschüss.